Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Wir sind hier in den Tiefgräberklippen bei dem Nordwindgebirge. Und hier sind einige, ja, verlorene, sogar groteske verlorene. Und ich möchte hier nicht mehr sein, vor allem von der Stärke her, die ich jetzt aktuell habe. Also vor allem die hier sind mir ein bisschen zu stark und zu viele hier. So, ich speichere einmal. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch mehr kommen von denen. Feuerschutztrank ranzig. So, ich will eigentlich hier weg. Aber ich bin auch zu neugierig, was ich hier alles finde. Da war der vierte von denen. Das ist schon der vierte. Ich will hier weg. Das sieht mich aber auch nicht mehr. Frage ist, wie lange? Ich glaube... Ich hätte mich nicht bewegen dürfen. Scheiße. Hi! Na du? Alter! Wenn ich jetzt ranzoome... Alter, sehen die übel aus! Die sehen brutal aus! Der ging jetzt daneben. Ich habe aber auch keine andere Chance, die zu bekämpfen, als auf diese Art. So, wie weit hoch komme ich hier? Also, sobald der mich verloren hat. Weit genug weg von mir ist. Ich hoffe, der geht den Weg da hinten und nicht diesen Weg. Suche ich mir einen Weg hier wieder weg. Ich glaube, das ist hier ein bisschen noch zu haarig für mich. Ich speichere vielleicht vorsichtshalber nochmal. Der nimmt einen anderen Weg, okay. Ich gehe dann diesen Weg. In der Hoffnung, dass der mich nicht sieht, hört, riecht, was auch immer. Und dann verduften wir uns von hier erstmal. So.
sind aber auch ein bisschen zu viele groteske Verlorene. Da wollte ich mir einfach nur die Wege hier mal angucken. Und vielleicht ist die Questreihe der Ralata, führt uns vielleicht hier hin. Und dann kämpfen wir gemeinsam gegen diese grotesken Dinger. Aber erstmal will ich hier jetzt runter und den Weg mal da lang gehen. Ich glaube, für das ist das nur, also dort zu kämpfen sind wir vielleicht ein bisschen zu früh. Von uns fehlt ja noch ein Skarak-Rüstungsteil. Speicher irgendwie sehr, sehr häufig. So, drei Schneewölfe. Wir müssen auch mal wieder essen. Wir haben lange nichts mehr gegessen. Ein Krustenbrot. Gehst du nun hier? Was ist das hier? Sieht aus wie ein Grab. Ein Hügelgrab, glaube ich. Nordgrab entdeckt. Vielleicht einmal kurz speichern. Natürlich. Tschüss. Tschüss. Fürster verloren ist da einfach mal. Ihr Schneewölfe könnt euch gerne um die Verlorenen kümmern, ja? Ein bisschen viele. Noch ein Mammut. Okay, jetzt sind nur noch die Schneewölfe da. Gegen so einen Fürsten der Verlorenen schaffe ich sie nicht. Okay, einen Windwurz. Wo ist der letzte Wolf? Hier haben wir eine Windwurz. Okay, gut, dass wir aber den Fürster Verlorenen noch gesehen hatten. Ach, ein Eisbär. Ich hoffe, du bist allein. Tu mir nichts, Mammut, ja? Alter, hier ist es aber auch extrem gefährlich gerade noch. So. Ich hoffe, es kommt hier jetzt
nichts auf uns zu. Es hat automatisch gespeichert. Gut, dann brauche ich es nicht. Hier ist ein großes Feuer. Nordwindlager entdeckt. Freund oder Feind? Schreitet wohl. Passt auf euch auf. Okay. Also Freunde. Eine sichere Tour. Noch ein Reisender. Wie spät haben wir es denn? Mitternacht, okay. Zum Gruß. Mal fast zum Gruß. Tut euch einen Gefallen und bleibt. Ich hätte nicht gedacht, derzeit noch andere auf den Straßen zu treffen. Ja, wohin reist ihr denn? Okay, da vorne gibt's gleich diese Frostelementare. Führt der Weg. Okay, jetzt scheint es hier noch eher, abgesehen vom Mammut, noch ungefährlich auszusehen. Manfred, ich tu dir nichts, ja? Ich gehe nur vorbei. Okay, da vorne wird es gleich gefährlich. Da ist ein Riese. Und jede Menge Eisgeister. Ich nenne die immer wieder Eisgeister. Ich weiß, sind Irrlichter? Warte mal. Wer ist das? Der ist auch gerade sauer. Lassen die bald von mir ab. Ich weiß jetzt nicht, was das denn der da für einer ist. Dum 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 dum. Aber der ist auch auf jeden Fall feindlich gesonnen. So, die kehren jetzt alle wieder zurück. Wieder ging daneben. Aber wer ist das? Die Musik ist gerade auch sehr, sehr leise.
Warum ist die jetzt sehr leise? Ich glaube, ich muss abwarten. Die verstecken sich immer so gemein. Du hast einen wegestreuen Helm. Hier ist aber auch schon das Ende. Okay, der ist für irgendwas ein Bossgegner. Nur für was? Den habe ich getroffen. Natürlich versteckt die wieder da. Und da ist noch ein Schlechter von Arku. Ich hoffe, es ist eines von denen, die uns noch fehlen. Also, die wir nicht mehr haben, meine ich. Was jetzt gerade mit der Musik wirklich, die ist komplett aus gerade. Der ging daneben. Der ging daneben. Der ist hinüber, der erste. Und der zweite. Da hinten ist auch noch einer. Hier ist noch einer. Na, aber ernsthaft, was ist jetzt mit der Mucke? Das sind vier Irrlichter und was auch immer das da war oder der. Warte mal, Mythen und Legenden, Triceratops, Aschewippe, Blindenschürfer. Afeldin und Sternenwächter haben wir ja schon. Okay, das ist keiner von denen. Das ist kein Triceratops. Die Aschewitwe kann es auch nicht sein. Und der blinde Schürfer ist in Ark. Was ist das denn dann für einer? So, wo bleibt die Mucke? Doof, dass die Musik jetzt weg ist. Ja, wir warten eben ganz kurz, bis die alle wieder rauskommen. Da ist sie wieder. Sauber gelaufen. Der Koloss.
weich aus. Den sind wir jetzt los. Mist. So. Wo sind die anderen beiden von denen? Jetzt verlieren die mich. Ich hoffe, die beiden verstecken sie gleich auch hier. Dann kriegen wir die auf. Nee, jetzt ernsthaft, wo sind sie? Und wo bleibt er? Da schon mal der erste. Ja. Ich finde es herrlich, dass die sich da verstecken. Dum, 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 dum. Okay, das ist doof. Ah, jetzt haben wir ihn. Okay, nice. Das speichern wir. Der andere findet uns jetzt nicht mehr. Erstmal. Aber das Buch da ist definitiv von meiner Wahrnehmung her einer vom Schlechter vom Ark, das da. So, wir warten jetzt, bis der richtig rauskommt. Und ich speichere noch einmal. Ich weiß jetzt nicht, wie stark der ist. Aber der hat schon einen eigensinnigen Namen. Also muss der definitiv sehr stark sein. Okay, der will wahrscheinlich wieder abhauen. Oh, der Fall. Beendet alle Bänder vom Schlechter vom Ark lesen. Charisma-Trank. Der hat eine
Der hat eine Ebenerzrüstung. Das ist krass. Gehen wir mal ein bisschen weiter hier hin. Ja, genau da. Ich hau ihn auf die Eier. Ihr seid Stufe 47 sind wir schon. 5 Lernpunkte. Warte mal, was? 7 Lernpunkte, Erinnerungspunkte haben wir. Set des Aschekriegers. Set des Wandermagiers. Totensturm. Warte mal. Totensturm. Schaden 39. Verursacht 12 Punkte Schockschaden. Der macht mehr Schaden, aber... Okay, wir bleiben bei Totensturm. Der gefällt mir mehr. Totensturm. Machen wir das hier weg. Ist aber auch... Ist das ein Schwert oder soll das ein Dolch sein? Ich find's krass, dass der eine ganze Ebenerzrüstung hat. Für einen Toten. Es ist ein Schwert, okay. Ich finde ihn krass. Okay, es hat sich gelohnt, hier hochzukommen. Ich habe gedacht, der wäre stärker. Hat definitiv sich gelohnt. Jetzt bin ich neugierig, ob ich auch die anderen hier mit Leichtigkeit besiege. Der macht 12 Schockschaden. Und mit was könnte... Ich will das Ding verbessern können. Achso, warte mal. Nein, nicht das. Ich wollte hier. Hier müssen wir noch mal ein bisschen was investieren. Wir sind jetzt ein paar Mal aufgestiegen, aber haben nichts mehr investiert gehabt. So. Wirbelklingen. Angriff mit 2 Einhand... Ne. Das war hier. Betäubungshieb. Mechangriff mit Einhandwaffe aus dem Rückwärtslauf. Heraus hat eine 25% Chance, das Tier zu lähmen. Machen wir. Was wäre hier? Doppelwirbel. Kraftvoller Angriff mit 2 Einheiten. Nee. Was war das hier? Brutaler Schlag. Haben wir schon bereits freigeschaltet. Schnelle Reflexe. Was wäre hier noch? Vandale Barbar. Okay, das brauchen wir nicht. Hier wäre Netz der Seelen. Seelen Verstorbener zu sehen und einzusammeln. Durch euer Wissen um Verzauberung Geisterbegleiter aus den Seelen Verstorbener zu konstruieren. Der Plasmalist ist mit jedem Spielstil kompatibel. Schurke, Magier, Krieger. 40 Sekunden Seelen der Stufe 1 bis 2 zu sehen. 1 bis 4, 1 bis 5. Warum sollte ich mir Seelen angucken? Hier wäre ja Wolfsblut. So, wir hatten hier jetzt noch Diebeslehrling. Abguss. Todesschuss. Meister mit der Sehne. Haben wir schon alles? Meister Dieb. Was macht das? Auge des Sturms. Haltet für einen kurzen Zeitraum eure Gegner und eure Umgebung die Zeit an. Na, da habe ich Angst, das zu nutzen. Schattenspieler. Reduziert die Chance, beim Knacken von Schlössern entdeckt zu werden. Expertenschlüssel, was macht das? Schnellschluss.
Ihr könnt Bewegung um 30% schneller spannen. Ihr könnt fortan mit schussbereitem Bogen schneller laufen. Zwei bleiben noch, okay. Was machen wir hier? Passende Rüstung? Nein. Wir sind verbessern eure Fähigkeit zu schleichen, eure Rhetorik und eure Fingerfertigkeit. Wir machen hier. Mal. Haben wir mal ein bisschen was investiert? Wieder mal. Das war schon lange her, wo wir was gemacht hatten. Aber ich feiere jetzt das Schwert, was wir haben. Der sieht aber auch echt geil aus. Komm, wir probieren es erstmal gegen die Wölfe. Ja. Okay, da ging schnell. Okay, der muss aber auch aufgeladen werden. Natürlich. Nice. Was gibt's denn da? Gedichtband? Also, das kennen wir ja schon, ja. Genesungstrank, makloser Amethyst. Und eine Flasche Ambrosia. Und wir brauchen auch wieder eine Cremetorte, gönnen wir. Da vorne ist ein Eisbär. So, wo befinden wir uns jetzt? Okay, da hinten hat irgendwas mich mitbekommen. Okay, gegen zwei Eisbären war das jetzt mit dem ein bisschen einfacher. Ich muss zusehen, dass ich den irgendwie verbessert bekomme. Was ist da hinten, das mich angreifen wollte? Auch noch. Fernkampfmeister. Der Pfadbuch 10, der Orden. Gut, wir werfen die Waffe wieder weg. Vorne Wächter. Aber nur zwei Stück. Drei. Vier. Viele. Ja. Ja.
Jo. Ich sehe mich noch. Kommen die überhaupt hier hin? Ach da! Der trifft mich. Dum-dum-dum-dum. Das war's. So, Eterner Schwert. Die nehmen wir mit. Da ist noch eine Truhe. Machen wir mal auf. So, eine Stunde. Dann ist Gesundheit wieder voll. Zweihandkampfmeister. Paralysieren. Salz. Okay, wo führt der Weg hin? Hier sind einige Flammatronachen. Ja. Ich feiere das Schwert wirklich. Hier wurde jemand gekreuzigt. Was ist das da? Panikrampf. Warum wurde er hier gekreuzigt? Aber wir gönnen uns jetzt mal eine Brezel. Und jetzt ernsthaft, was ist das da hinten? Hier ist eine Windwurz. Ach nö. Kevin, ich hab keine Zeit für dich. Ich hoffe, hier kommt jetzt nicht noch ein Bär. Da ist noch eine rote Windwurz. Hier sind sehr viele rote Windwurze. Was habe ich hier entdeckt? Hier gibt es keine Tür. Schade, ich bin jetzt enttäuscht. Ich dachte, man könnte da hoch. Aber was ist das hier? Und werde ich es überleben, hier zu sein? Noch mehr Elementare. Steht da oben jemand? Ah, natürlich. Da müssen jetzt die Nerimesen da sein.
Ihr und eure verdammten Götter haben die Welt lange genug verwendet. Die Hohen werden uns erheben. Ihr werdet die Leute nicht aufhalten. So, elende Ratte. Hat Inyat entdeckt? Autsch. Ich geh mal hier hin. Schaffe ich es vielleicht einen nach dem anderen hier loszuwerden? Natürlich muss der Entropist da auch noch dabei sein, oder Magier von denen. Zwei Stück von denen. Scheiße. Okay, erstmal genug Abstand gewinnen. Okay, die haben mich schon mittlerweile verloren. Okay, der bleibt nur stehen. Na, jetzt geht der. Aber ich frage mich, was kann man mit den Windwurzeln machen? Was ist der Sinn von denen hier? Ich bin kein Alchemist, ich habe da keine Ahnung. Den sind wir los. Der hat nichts Besonderes. Jetzt den Feuerelementar. Schnell Abstand gewinnen. Und wir gönnen uns noch ein Krustenbrot. Vielleicht nochmal speichern. Wie viele sind denn hier noch? Erstmal den da loswerden. So, da bin ich froh, dass wir den jetzt hoch sind. Hier kommen wir hoch. Haben die mich jetzt verloren? Super. Hm. Was ist das hier? Allesamt.
Na, was ist das hier? Dum 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 dum. Daneben. Hier oben gibt es eine Truhe. Ich finde es mega, dass wir das Ding gefunden haben, das Schwert. Wir müssen den aber nachher aufladen. Halt Injaf. Wo bin ich hier genau? Noch ein paar Muratten. Scheiß-Animation, in der man feststeckt. Gut, gehen wir zuerst hier lang. Na, ihr? Schwierigkeit an die Tür zu kommen. Ich aber auch. Wo ist der Kollege hin? Das Schild. Da wieder ein Obaya, okay. Ich habe aber vorhin auch Stimmen gehört. Das heißt, hier sind auch Menschen irgendwo. Ja, Gletschergang. Ich
Speicher vielleicht mal. Ach, die schon wieder. Moment mal. Ich lock die mal zu den Sternlingen. Dürfen die sich gegenseitig mal bekämpfen. Na ihr? Dum, 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 dum. Ihr und eure verdammten Götter haben die Welt. So. Ich glaube, das war ein Fehler. Die Hohen werden uns erheben. Wir und ihr werden die Leute abschrecken. So, ich suche mir schnell einen Ausgang. Ach nö. Deine Zeit kommt noch. Okay, das war jetzt super. Wir laden das. Ne, das war der falsche. Ich wollte wieder in den Turm nochmal raus. Wo auch immer der nochmal war. Hier. Das war der Turm. Ich glaube, hierfür sind wir noch nicht bereit. Da sind mir zu viele Neremesen, zu viele Sternlingsmaschinen. Und wir sind auch noch nicht vollständig mit Skarak-Set gerüstet. Gibt es auch einen passenden Schild irgendwie so legendären? Also für mich ist er ganz klar legendär. Oder vielleicht sogar mystisch, würde ich sagen. Mystisch ist ja nochmal eine Stufe höher als legendär. Aber wir kommen hier wieder. Definitiv. Und die haben jetzt wieder keine Klamotten. Irgendwie sind die verbuggt, glaube ich. So, das war aber der Weg hier. Fehlt nur noch das hier. Und hier wieder zurück nach unten und nach dahin. Und dann der Myradenturm da. Ich finde es interessant, was wir hier alles finden. Haben wir sonst noch irgendwie was? Lernpunkte 112, Handwerkspunkte 112. Ja. Wir müssen mal unser Geld für irgendwas verwenden. Für Handwerksdinger. Ich finde es auch krass, wie lange wir schon eigentlich in Enderal verbringen, die Zeit. Schon 3 Monate, Minimum. Okay, dazwischen war auch irgendwie mal kurz Pause.
so für ein oder zwei Monate. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Endral so lang, dass das Let's Play so lange dauern würde. Vor allem hier gibt es auch so viel zu entdecken, so viel noch zu machen und so. Also meiner Meinung nach hätte Enderal als richtiges eigenständiges Spiel rauskommen sollen, dass die Entwickler auch ein bisschen was daran verdienen, alle die da mitgemacht haben. Ich habe da was entdeckt und ich glaube, das sehen wir uns in der nächsten Folge mal an. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!